stichel nicht. Alles nur Versprechen. In einer Stunde verschwinde ich. Ich dann wohl auch. Zu dir oder zu mir? Fangen wir bei dir an und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich mag deine Art. Bis dann. Wenn du mich entschuldigst, ich habe heute Abend noch was anderes vor. Danke, danke. Vielleicht werde ich später noch mal für Sie singen. Was ist denn so wichtig, dass du mich mitten im Auftritt unterbrechen musst? Du weißt, wie sehr diese Leute meine Konzerte schätzen. Jetzt werden sie sich beschweren. Das tut mir leid, Fräulein Wagner. Natürlich, wenn die traurig sind, kaufen sie mehr Drinks, um ihren Kummer zu ertränken, was sehr gut fürs Geschäft ist. Aber mich persönlich macht es unzufrieden, wenn jemand unglücklich ist, nur weil ich nicht genug geleistet habe. Eine Gabe wie die meine bringt eine große Verantwortung mit sich, weißt du? Ja, und sie haben so viel zu bieten. Auch so jämmerliche Horrorgestalten wie diese stinkenden Beatniks verdienen ein wenig Zuspruch, nicht wahr? Gut, dann. Vielleicht möchtest du mir doch mal erzählen, warum ich rede und nicht singe. Fräulein Wagner, die Superspionin ist hier. Was sollen wir machen? Da traut sich jemand in die Höhle des Löwen. Du hast genau das Richtige gemacht. Gebt ihr ein paar Drinks. Wenn sie zur Toilette geht, schnapp sie und bring sie zu mir. Hab ich mich deutlich ausgedrückt? Ja. Gut. Pass gut auf sie auf. Sie darf unter keinen Umständen verschwinden. Alles wird zu ihrer Zufriedenheit erledigt. Wenn du das schaffst, dann werde ich vielleicht für dich singen. Würde dir das gefallen? Sehr sogar, Fräulein Wagner. Es wäre eine große Ehre. Dann mache mich glücklich. Ach, wenn ich glücklich bin, singe ich für den Artikel.